So, bis gleich. Hallo, hallo. Ne, da sind wir wieder. So, da bin ich und Quaddel. Was ist das? Ich zeige euch nochmal für die neuen Leute, die jetzt neu in den Chat gekommen sind. Ich mache mal einmal ganz kurz nochmal hier Vollbild. Zieht euch das mal. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk von meinen Nachbarn bekommen. Zieht euch das mal an. Wie geil das aussieht. So Diamond Painting. Alles so kleine aufgeklebte Steine. Richtig, richtig nice aus. Echt Hammer. Ist so schön. Ich finde das lustig, ich habe mir das Logo mal machen lassen, irgendwann auf Fiverr. So, das war eine meiner ersten YouTube-Sachen, die ich dann so überhaupt gemacht habe. Habe ich das Logo in Auftrag gegeben. Und hat mir auf Anhieb auch gefallen. Habe ich gesagt, okay, das behalte ich, finde ich gut. Und Jahre später, wirklich 4 Jahre später oder so, hat mir dann einer gesagt, voll cool, das sind ja auch hier so für Sebastian. Oder, also mein Name ist Sebastian Nosciadek, ja, big Spoiler so. Und da kommt ja auch das Seno her, wegen SE und NO. Und dann hat halt einer gesagt so, ja, ist ja auch voll krass, also Seno, also SN. Ne? Ist ja in dem Logo, das ist ja so ein S und so ein N. Und ich so, hä? Ist mir nie aufgefallen. Das S habe ich immer gesehen, das N nicht. Ehrlich weird. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, was mein Logo eigentlich darstellt, so 4 Jahre nachdem ich es benutzt habe. Aber ich finde es auch richtig schön, ey. Ich will ja noch so LED-Spots hinter machen. Ich habe gerade mal geguckt, ist einer von euch technisch bewandert, hier zufällig die gerade zu gucken. Ich möchte da so kleine LED-Spots hinterhauen. Aber die müssen natürlich richtig flach sein, weil die quasi in den Bilderrahmen müssen. Also zwischen, das ist so auf einer dünnen Papierschicht aufgeklebt und dahinter ist die Pappe, also die Rückseite vom Bilderrahmen halt, ne? Dieses Presspapier. Und zwischen Presspappe und Bild sollen halt so LED-Spots. Weil durch Pappe scheinen sie natürlich nicht durch, ist ja klar. Ich müsste da vielleicht so eine Plexiglasscheibe dahinter machen, würde es gehen. Aber auf jeden Fall ganz dünne LED-Spots müsste es doch geben, die irgendwie batteriebetrieben sind oder so. Das müsste doch eigentlich gehen. Moment, ich bin gleich da. Alex, brauch einmal ganz kurz meine Hilfe in der Küche. Ich bin gleich wieder da. Mhm. So, da bin ich wieder. So, ich musste kurz den Kuchen verabeln. So. Okay. Lösung für das Problem gefunden. Ich bin dabei. Ich hab doch ja. Ich bin quasi fertig. Ja, perfekt. Wenn man so will. Genau, einmal muss ich jetzt hier noch sowas machen. Er kann jetzt einfach so. Nehmen wir an, dann so, ne? Ist die Idee. Ist die leere Scheiße. Wenn ihr jetzt hier leere Scheiße habt, kann ich. Oh doch, kann ich wieder reintun. Geil. Dann nimmst du die da einfach raus, packst sie auf die richtige Seite. Dafür mischen sich also nicht. Ist eigentlich scheißegal. Ah, aber das, deswegen habe ich das gemacht, weil das viel cooler ist. Hä? Wenn man das anders macht, aber das kriege ich jetzt hier gar nicht hin bei dem wenig Platz. Sieht auf jeden Fall super aus. Oh, da könnte es gehen. Das wäre eine Möglichkeit, PDA, da hast du recht, das kann ich machen. Das könnt ihr machen. Ja, das ist aber auch okay mit Filter. Das ist jetzt kein. Nichts Schlechtes. Dann packt ihr das schön rein.
Das funktioniert doch. Ich muss jetzt nur noch einmal hier die, die Seite nochmal kopieren, weil das hier leider nicht stimmt. Ja. Stimmt was nicht? Sieht doch alles synchron aus. Nee. Ich habe hier noch was okay. Das siehst du jetzt gerade nicht, aber es fehlt dir. Nee, wenn du es gebaut hast, ich glaube dir das. Also es sieht echt flashig aus. Ich erinnere mich an eine Sache. Ja. Das muss weg und hier muss halt noch der andere Inserter hin. Ah, okay. Stimmt, wir brauchen auch alle einen Ausgang. Hab gar nicht dran gedacht. Stimmt, hier oben dann auch, genau. Ne? Der hat noch keinen Ausgang quasi. Das habe ich so gelöst, indem ich hier einfach mal so gemacht habe. Genau, und dann hier rum. Den dann dahin, ne? Oh, du warst schneller. Und den dahin. Genau. Hier oben dann auch noch den quasi dahin. Zack. Ja, das sieht doch nice aus. Ich finde es halt auch geil, die Dinger glühen halt. Wenn man genau hinguckt, jetzt glühen die halt auch nachts. Ja. Das sieht auch voll flashy aus, wenn die heiß sind. Könnte noch ein bisschen geiler sein, die Grafik, aber ich glaube, da liegen sie auch nach. Sie haben jetzt in der, im Add-on, was bald kommt, neue Shader und so. Und können damit jetzt ganz andere Sachen machen, die anders aussehen. Das ist schon echt sexy. Das sieht gut aus. So, und jetzt kann ich meinen Reaktor-Blueprint hier nochmal machen. Eine Sache will ich ändern. Eine Sache fuchst mich. Okay. Ist eine Kleinigkeit. Und zwar hier unten, da wo ich stehe, wenn du nichts dagegen hast, würde ich den quasi einfach nur so einen enger zusammenschieben. Ist nur eine Kleinigkeit, so, aber ja. Finde ich cooler, wenn hier nicht so eine Lücke ist. Eine Kleinigkeit. Oder man könnte auch so machen. Vorher sah es so aus. Ist doch scheißegal. Ich kopiere das jetzt. Findest du? Okay. Ja, mach das. So, das ganze Ding. Genau. Das hilft mir nicht. Weißt du, nödelt hier 2 Stunden an seinem Reaktor rum und finisht mit. Oh, ist doch scheiße. Nein! Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist richtig hübsch. Ich finde super sexy, wie hier die Heatpipes über dem Boden sich so crawlen, das sieht super nice aus. Mhm. Terminator fragt, wann das neue DLC kommt. Sommer bis Herbst nächsten Jahres. Ich tippe aufs Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres, dass sie sich ein bisschen verspäten, aber offiziell ist es irgendwie Oktober oder so, September, Oktober, glaube ich, nächsten Jahres. Robert, du kannst spezifische Fragen stellen. Ja, frag ruhig. Es dauert nur ein bisschen, bis ich die Fragen lese, aber ich antwortete. So, ja, gut. Super. Nice. Ich kopiere mir den auch einmal. Ich bin so dreist. Einmal bis nach da, würde ich sagen. Blueprints abgelegt. Ja. Benenne das Ding sogar in den Qualle-Reaktor. Qualle. Speichern. Sehr gut. So, hier oben kann ich das reinschreiben. Qualle. 480 MW Megawatt. Ja, ungefähr ein halbes Gigawatt haut er jetzt raus. Pi mal Daumen, ne? Wenn du guckst, das ist ungefähr das Doppel unserer Basis, was wir bräuchten. Also momentan haben wir so, wenn jetzt so alles so halb idelt, halb produziert, sind wir so bei 240, 230 Megawatt. Es läuft ja nicht immer alles rundum, weil ja zum Beispiel zu wenig Öl da ist und solche Geschichten. Aber du kannst in ungefähr dieser Reaktor, den du jetzt gebaut hast, für unsere komplette Basis mit Strom versorgen. Alter. Und du siehst halt, was wir da drüben an Solarpower gebaut haben, was das einfach vom Platz mehr nimmt. Ne? Und alle Solarpanel jetzt haben, okay, es wird gerade Nacht, wenn ich mal eben gucke, zur Spitze haben die 290. Ja. Also ungefähr 2/3 von dem, was der Reaktor hat. Nicht mal auf, also der Reaktor hat mehr als alle Solarpanel, die wir haben. Und wir haben insgesamt, sehe ich das hier irgendwo, so, warte, ich kann ja auch hier aufklicken, ob sich das aussehen, 4700 Solarpanel. Und das reicht nicht, also ungefähr 6000 Solarpanel geschätzt. 6000 ja, Solarpanel krass. Werden dieser Reaktor. Und das ist jetzt ein 4-Kern-Reaktor. Wir hätten ja auch einen 8-Kern-Reaktor bauen können. Mit einem Reaktor in der Mitte, der dann halt schon so viel Leistung hätte wie die 4, die hier stehen. Das ist halt unglaublich, was man da raushauen kann.
Aber da das Ding wunderschön ist und läuft, sollten wir gucken, dass das auch weiterhin läuft. Und dafür brauchen wir zwei Sachen. Wenn das für dich okay ist, jetzt gedanklich was Neues anzufangen. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Nicht mehr viel, oder? Nee, 20 Minuten. 10? Ja, 20 Minuten ungefähr. Ich würde halt, wir müssen mit den Dingern hier noch was machen. Ja. Mit dem Brennstoffzell. So. Ich weiß gerade tatsächlich nicht was. Das steht hier, glaube ich, irgendwo drin. Review Reprocessing. Wo findest du das? Wenn ich einfach nur E drücke. Das wird in der Zentrifuge gemacht. Ach, deshalb ist das ja auch ein guter Grund. 4. Genau. Ja, genau. Und da muss man dann die leeren Dinger reintun und das 238er. Ah, siehst du, da kriegen wir nämlich schon mal ein bisschen 238er weg. Das heißt, das hilft ja schon mal ein bisschen, dass wir hier nicht diesen Leerlauf haben quasi, sondern das nochmal ein bisschen recyceln können. Das könnte man jetzt quasi dann einmal diese Rückführung machen. Aus irgendwelchen Gründen läuft hier... Schwefel da ist. Das läuft nicht, ne? Ich verstehe da nicht warum. Jetzt kurz gucken, ob irgendwas schief. Ich glaube, ich habe da ein Wasserrohr angeschlossen oder so. Ist nicht Schwefel da und warum wird kein Schwefel produziert? Ah, jetzt hat kein Wasser. Ich habe das Wasserrohr irgendwo eben gerade abgerissen. Eins. Hier unten. Wasser? Meinst du nicht Schwefel? Nee. Wasser. Den fehlt, hier oben wird kein Wasser produziert. Also Schwefelsäure wird nicht produziert, weil Wasser fehlt. Und ich glaube, die Aliens haben wohl irgendwo ein Rohr kaputt gemacht. Ah, okay. Oder eins wurde abgerissen oder so. Nee, hier ist... Ach, nee, vor x Teilen habe ich, also wirklich vor 4-5 Stunden Spielzeit oder so, habe ich doch mal hier unten, wo ich jetzt gerade stehe, die Kohle, das Kupfer neu gemacht. Dieses Kupferfeld hier mit einer Kupferschmiede davor. Und da sind genau die Wasserrohre dran gelaufen. Ich habe doch gesagt, ich reiß die kurz ab, weil die im Weg sind und ich baue die gleich wieder auf. Ja. Ja, abgerissen habe ich sie. Das Aufbauen habe ich dann irgendwie ein bisschen verkackt. Aber jetzt kommt wieder Wasser und dann haben wir da auch wieder Schwefel. Ein Feld vertan. Jetzt kommt Wasser. Hier. Jetzt kommt Wasser hier hoch. Jetzt kommt Wasser bis hier. Ja, habe ich mich nicht gewundert, warum kein Schwefel-Zapfstamm mehr durchgekommen ist. Wir hatten kein neues Uran irgendwie gefördert. Aber jetzt kommt Wasser hier oben an und jetzt arbeiten die drei Produzenten hier auch wieder. Sind sie? Ja. Ja, jetzt kommt hier auch wieder rausproduziert. Auch Geschwindigkeitsmodule haben hier. Papp. Wir kamen keine roten Chips an die ganze Zeit. Wahrscheinlich auch, weil kein Schwefel. Nee, die brauchen nichts mit Schwefel. Ne? Nichts mit Schwefel zu tun. Ja, geht ja gar nicht. Wieso nicht? Euch fehlt Plastik. Ach so. Jetzt kommt Plastik. Ein bisschen hier. Ein Happen kommt da gerade wieder. Ist wieder nicht. Ja, wir produzieren auf jeden Fall genug Schwefel, dass es kann. Das geht. Mhm. Ja, Plastik, es ist das alte Problem mit dem, mit unserem Öl halt. Ja. Alle Öltanks sind auch leer, die arbeiten schon so schnell sie können, aber... Zentrifugen hier werden halt nicht gecraftet, weil da... Zentrifugen hatte ich, glaube ich, vorhin welche rausgekommen. Ich habe noch 5. Ja, das reicht. Aber du hast ein volles Inventar. Ich klaue dir ein paar Dampfturbinen. Ein paar Zentrifugen. Bitte. Naja, die brauchen rote Chips, das stimmt schon. Das kann man hier doch im Grunde alles anfordern, was wir hier oben haben, weil alle Kisten Storage-Kisten sind. Hier im Netzwerk. So.
So. Und das Fuel und sowas, weiß auch kein Mensch, was da ist. Oh Gott. Das ist ja dumm. Es ist nicht so, dass wir mit den mit dem Fuel wieder volles Fuel kriegen, sondern wir kriegen daraus das 238er Uran. Ach, wir holen das so da wieder raus. Ja, okay, genau. Pass auf. Dann ist der letzte nämlich Schritt. Und das ist jetzt quasi die einfache Verarbeitung, was wir jetzt gemacht haben. Das ist abgeschlossen. Das ist funktioniert so, ne? Also das ist jetzt okay. Aber wir wollen jetzt halt quasi mehr von dem hellgrünen Zeug haben, weil das ist das, was wir quasi brauchen. Ne? Genau. Und da gibt es jetzt diesen letzten Arbeitsschritt, den wir hier drin uns angucken können. Und das ist Covarex Enrichment Process. Ja. Und der nimmt 40 hellgrüne und 5 dunkelgrüne. Mhm. Und gibt uns 41 hellgrüne und 2 dunkelgrüne zurück. Kannst du das sehen? Ja. Sprich, wir müssen 40 hellgrüne sammeln und dann kriegen wir 41 zurück. Hä? Wie geil ist das denn? Ja, damit kannst du quasi unendlich viele von den grünen Zeug cheaten, verbrauchst aber quasi, im Endeffekt verbrauchst du 3 dunkelgrüne und machst sie zu einem hellgrünen, aber du brauchst halt erstmal relativ viele hellgrüne. Und das dauert halt auch 60 Sekunden, um das durchzu. Aber du machst damit jetzt quasi aus den hell- und dunkelgrünen mehr hellgrünes. Und dann, ja, das kannst du jetzt eben noch machen, wenn du möchtest. Oder das heben wir uns für morgen auf. Das ist auch okay. Ich kann auch jetzt das aufhören. Mach ich und dann jetzt. Okay, mach das. Ja, alles klar. Finde ich gut. Und das ist tatsächlich, das gab es auch noch nicht immer. Now. Das hat sich der Covarex, das ist der Typ, der Space Exploration die Mod gemacht hat. Das ist Covarex. Das ist also einer der Entwickler quasi. Der hat sich da drin verewigt. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist. Nee, ist das so, dass man jetzt irgendwie Sachen schneller abbauen kann mit höherem Level oder was? Nee. Das Gefühl nicht. Ist, ich kann hier die Sachen so unglaublich schnell abbauen. Es gibt eine Eisenspitzhacke, die man erforschen kann. Damit kann moin, man moin, du geil. Das ist eine der ersten Forschungen, die haben wir schon ein bisschen länger. Moin, Zorgi. Gibt es eine Möglichkeit, ein Signal an einen bestimmten Zug zu senden, sodass dieser weiß, dass er eine bestimmte Station anfahren soll, ohne das indirekt über die Station zu regeln, die an den ausgeht? Nee, das hat die Frau gemacht, ne? Ja, ist richtig gut auf jeden Fall. Weiß ich nicht genau. Ich meine nicht, Robert, du kannst keine... Nicht ohne Mods. Mit Mods kannst du es machen, aber so kannst du es nicht direkt machen, nee. Ich meine nicht. Du kannst keine Signale an Züge, du kannst Züge nicht verkabeln. Kannst du quasi die Station an- und ausschalten und dadurch den Zug so indirekt steuern, aber nicht direkt, bin ich der Meinung. Ein bisschen mit Vorsicht genießen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich die Frage richtig verstehe oder dass ich die Antwort richtig gegeben habe, aber im Endeffekt kannst du Züge nicht direkt mit Signalen ansteuern, sondern nur die Bahnhöfe und Ampeln. Womit du da aber halt schon alternative Routen dann legen kannst und dafür sorgen kannst, dass bestimmte Dinge passieren, die du willst, aber das ist wie gesagt ein bisschen auf den Anwendungsfall bezogen. Moin Zorgo! Weißt du, woran ich denken muss bei dir, Zorg, an das fünfte Element? Ich weiß nicht genau, warum. Ist der Bösewicht da Zorg oder irgendwie sowas? Oder die Corporation, die böse Megacorp? Ist die Zorg Corporation oder so? Irgendwo nennt mich. Muss jeder echt an das fünfte Element denken? Guter Film, habe ich letztens erst wieder gesehen. Jetzt, wo Bruce Willis ja auch an Demenz erkrankt ist, ziemlich stark, hatte ich so einen Bruce Willis Gedenktag quasi. Da war das fünfte Element auch mit bei. So, und ich wollte jetzt einmal ganz kurz hier noch was Bestimmtes machen, glaube ich. Ja, genau, ich wollte hier eine Eisenerzkiste hinpacken. Du holst Eisenerz ganz viel. Ganz viel Eisenerz schmeißen wir dann hier rüber, weil da brauchen wir Eisenerz. Problem ist, ich habe hier jetzt schon Eisenerz irgendwo drin. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Das ist ja nichts.
Eisenerz hingebracht wird. Einmal nicht viel. Haben wir kein Eisenerz im Lager hier? Da muss ich das anders machen. Wo kriegen wir Eisenerz her? Von da oben, ne? Ach, das ist nur ein einzelner Erzförderer, der das hier runter schubst. Lol. Ja, für das Beton, weißt du, irgendwann mal. Braucht ja nur so ein bisschen Eisenerz. Aber... mittlerweile, wenn wir die ganze Base fastern wollen, darf der ruhig ein bisschen schneller. Komm raus, dann nehmen wir den hier. Müssen den da so halbseitig rauflaufen. Muss ich den noch halbseitig machen oder geht das so? Läuft jetzt hier rüber, geht hier rüber, geht hier rüber, geht hier rüber, geht da runter. Da darf er beidseitig sein. Und hier geht er dann halbseitig runter. Ja, alles gut. Okay. Jean-Baptiste Emmanuel Zorc, so hieß der Bösewicht in das fünfte Element. Jerry TV, danke sehr. Jerry TV wiederum erinnert mich an Seinfeld. Das gucke ich momentan tatsächlich auch. Das ist so meine Go-To-Serie, wenn ich nichts Besseres und gucken, dann gucke ich momentan Seinfeld durch. Was ich auch nur jedem empfehlen kann. Die Serie ist alt, ja, aber sie ist auch ziemlich edel. Leider tatsächlich. Gerade wie Meta sie ist, ist halt auch geil. Dass es in Seinfeld darum geht, dass der Hauptcharakter, der ja Jerry Seinfeld heißt, auf dem ja Seinfeld lose basiert auf seinem Leben, in der Serie einen Deal bei einem Fernsehsender bekommt, wo er eine Serie über sein eigenes Leben kredenzen soll, die dann Seinfeld heißt. Das ist halt echt abgepackt. Es ist so weird gemacht, aber es ist echt cool. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte eine Fake-Station aufbauen, durch die der Zug durch muss, aber erscheint mir irgendwie komisch. Was genau möchtest du denn machen? Vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich verstehe, was dein Ziel ist. Weil da bin ich mir gerade nicht genau sicher. So, wo läuft da denn hier die Qualle gerade rum? Weckt er sich denn? Links. Ja. Der Junge mit dem vollen Förderband. Immer mehr wird gezielt. Kaum wird raus. Ich brauche mehr Zentrifugen. Ja. Deswegen habe ich das hier mal angelegt. Eine habe ich noch für dich. Ich weiß, das macht den Kohl jetzt nicht fett, aber du sollst sie gerne haben. Ja. Die eine kriegst du. Guck mal eben, dass wir in der Zeit... jetzt ist Eisen hier. Die haben auch schon zwei Speed-Module drin. Die können aber noch mehr hier. Mehr Speed-Module für mehr Beton. Mehr Beton geht hier runter und wird zu mehr verbesserten Beton. Das verbesserte Beton kommt hier runter. Wird dann aufgerüstet. Hier können wir noch Munition reinpacken. Ja, das sieht ordentlich aus, was du da machst. Es dauert, bis der Enrichment Process einmal richtig in Gang geraten ist, aber dann hast du halt danach keine Probleme mehr im weitesten Sinne. So, das ist das Erz. Produktivität zum Glück, ja. Noch laufen die Dinger ja auch hier. Ja. Ja, aber das ist schon echt, das ist auch eigentlich, wenn man so will, das einzig Komplexe, was man im Factorio macht. Also blöd sich das jetzt anhört. Aber das ist die einzige Kette, wo du so was reintust, von dem du viel zu viel hast. Gleichzeitig kriegst du aber auch hin und wieder was, von du wenig hast, was du auch dafür brauchst. Also halt die beiden verschiedenen Uranformen. Mhm.
Und dann hast du dann ein Produkt, was dabei rauskommt, die leeren Zellen, und die musst du recyceln. Dann kriegst du aber noch mehr von dem Zeug, was du eigentlich nicht haben willst. Dann musst du das Zeug, was du nicht haben willst, und das Zeug, was du haben willst, benutzen, um noch mehr von dem Zeug zu machen, wovon du eigentlich viele haben willst. Also das hast du in keiner anderen Produktionskette. Normalerweise ist aber nur Produkt 1 und Produkt 2 wird zu Produkt 3. Oder Produkt 1, 2 und 3 wird zu Produkt 4 oder sowas. Aber hier musst du halt wirklich so wieder zurückformen, umformen, neuformen. Finde ich tatsächlich ganz cool. Ich finde das super geil. Dieses ganze Reaktor-Thema macht mich bis jetzt an. Ja, das ist cool, ne? Wie gesagt, dann gibt es noch die Super-Mod, die habe ich selber nicht ausprobiert, aber Realistic Reactors, da können die Reaktoren in die Luft fliegen, wenn die dann zu heiß werden und so, und du musst aufpassen, was du da reinpackst. Mhm. Es gibt dann auch, glaube ich, noch verschiedene Brennstoffzellen und so. Mhm. Man kann sich halt auch das Factorio-Erlebnis echt schwer machen. Ja. Eine Mod, mit der ich eigentlich echt gerne nochmal spielen möchte, ist, dass hinten an den Fließbändern alles runterfällt. Ja. Das würde dann alle ungefähr so aussehen. Ich mache das mal kurz für den Chat vor, falls ihr die Mod nicht kennt. Hier haben wir ein Förderband und das fliegt hier bis ans Ende durch. Und weil das nicht weggenommen wird, würde das dann hier passieren. Und zwar die ganze Zeit. Die würden hier alle so einfach landen, bis die ganze Map voll ist. Pop, 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 pop. Sondern einfach so immer weitermachen. Das würde nicht aufhören. Genau, das sieht doch schon mal gut aus. Ich weiß nicht, ob die... Doch, die wollen auch Module haben. Da kann man dann auch noch Geschwindigkeitsmodule reinhauen. Dass sie ein bisschen schneller das upcyclen. Ja, Centrifugas. Aber die kommen nur langsam raus, weil rote Chips, ne? Ja. Gucken wir eben kurz in die Raffinerie. Kein Plastik. Ja, auch in der Raffinerie unten haben wir kaum rote Chips. Naja, ein paar kommen, ne? Oh, ich hole dir aber mal so ein paar hundert. Wie viel brauchen die denn? Ja, 100. Brauchst du jetzt dafür? Das ist natürlich auch krank. Ja, unser Ölproblem ist echt pestig. Aber das bald haben wir das im theoretischen Griff. Bald, TM. Jetzt habe ich gedacht, achso da, ich spiele im Moment Space Exploration. Die Station ist im Orbit. Der Zug fährt auf den Planeten herum und versorgt ein paar Kisten im Orbit. Jedenfalls scheint die Orbit-Zugstation nicht mit dem Zug auf den Planeten quatschen zu können. Ein Signal soll ich über den Lift aber verteilen können. Weil es gibt in Space Exploration Signaltransmitter. Das sind Gebäude, die Signale von einem Ort zum anderen teleportieren können, quasi. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Kannst du mal gucken auf meinem YouTube-Kanal. Signaltransmitter-Mod-Vorstellung oder so heißt das, genau. Transmitter. Aber die funktionieren ja den Zug nicht an. Nee, aber die Station. Richtig. Korrekt. Was du machen kannst, ist zum Beispiel, du kannst die Filtergreifarme an dem Bahnhof programmieren, dass die verschiedene Sachen abladen sollen. Ich weiß ja nicht, wie dein Zug aufgebaut ist, ob der alle möglichen Items hast. Und dann kannst du eben über die Greifarme filtern, was rausgenommen werden soll. Dazu wird als nicht erreichbar gekennzeichnet. Okay, das weiß ich da nicht, wie es funktioniert. Aber wenn die Station im Orbit ist, wie soll er denn da hinfahren, wenn er auf deinem Planetenoberfläche ist? Ich check's tatsächlich halt gerade nicht das Problem. Sorry. Wenn deine Züge nicht gerade irgendwie in den Weltraum fliegen können? I don't know. Planet, Station, Lift, Orbit. I don't know. So weit war ich in Space Exploration tatsächlich. Ich hatte keinen Weltraum-Lift. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Wenn dir da nicht zufällig ein anderer hier im Stream helfen kann. Du kannst auf meinen Discord-Server gehen und da mal den Factorio-Kanal fragen. Die helfen eigentlich immer ganz gerne, die Jungs. Mädels. Nicht zufrieden? Doch, aber das soll erstmal noch nicht hierhin, weil erstmal, sonst schnappen sich die ganze Zeit die einzelnen Zentrifugen das Zeug raus, anstatt dass eine erstmal das alles nimmt und schon mal ein neues Uranium ja. hat. Deswegen nicht erstmal, dass eine Maschine seine 40 Dinger hat. Und das einmal so das der Fall ist, packe ich eine zweite hin.
Einen habe ich reingekriegt. Genau. Das hat doch schon mal 6. Nice. Achso, das kommt jetzt auch hier immer rüber, ne? Wenn sie was geändert haben. Genau. Sehr gut. Um das ein bisschen zu beschleunigen, nehmen wir eben hier die Produktivitätsmodule raus. Und nehmen gibt es jetzt unsere Kuchen und mal Geschwindigkeitsmodule. Ja. Das war jetzt nur Level 1 Module. Ich glaube, ich habe sogar noch Level 2. Ja, perfekt. Ist halt schon brutal, ne? Also 0,3% für so ein gutes Uran, ne, 0,7 sind es ja sogar. Opa. Ach ja, das hätten wir jetzt auch eher das auf. Die brauchen ja auch 10 Erze, um einmal den Arbeitsschritt zu machen. Nicht wie die normalen Öfen ein Erze zu einer Platte, sondern hier werden 10 Uranerz zu dem anderen Zeug. Dann verstehe ich auch, was du vorhin gesagt hast. Mit den 1200 oder du hast noch 7000, du hast dich später auf 1200 Erze pro Minute korrigiert. Ja, das macht dann schon mehr Sinn. Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass das ja immer 10 sind. Ich meine, selbst unsere kleine Anlage hier haut momentan pro Minute Verbrauch 730 Uranerz durch. Also, das sind dann 1200 ja gar nichts. Das ist dann ja gerade mal doppelt so viel und wir haben nur 4 Reaktoren. Dann kommt das mit den 7000 vielleicht doch hin. Ob es oben kommt zu wenig an und hier nicht gesplittet ist. Muss den nochmal so rüberlaufen, dann teilt sich das hier mindestens ein bisschen auf. Muss hier auch hochlaufen. Ja. Ist das. Yay, da ist wieder ein 238er. Ein 35er meine ich. Ja, es ist. Da kommt wieder einer. Ja, 40 ist ein langer Weg, ne? Aber dann kriegst du halt 41 und dann macht er gleich ja sofort wieder. Leider ja wieder 40, weil du die 40 zurückbekommst. Es muss halt wirklich einmal loslaufen. Das gute Enrichment. Ja, es ist schon brutal. Aber ist ja auch in Ordnung. So macht es halt auch Spaß, aber es ist immer ein schönes Gefühl. Ich glaube mir ungefähr so wird das mit diesem Qualitätssystem, das hier im neuen. Raus habe, wo du hin und wieder mal ein höherwertiges Item bekommst, also ein Zahnrad Level 2 quasi und so. Also ähnlich cooles Gefühl ist wie jetzt, wenn da mal so ein hellgrünes Uranerz, Uran, sondern Uran 235 rauskommt. Ja, läuft. Zack, zack, zack. Und wir haben doch jetzt auch schon 11 oder was das war, ne? So, aber das. Next? Oh shit. Das hält. Aber ja, also das war jetzt auf jeden Fall Projekt Kernkraftwerk. Erfolgreich abgeschlossen. Und die Blaupause kann man dann auch perfekt irgendwo hinpacken. Die könnte man sogar relativ cool direkt hier ransetzen. Also so zwei nebeneinander quasi bauen. Dass die äußere Dampfrohrrohre quasi dann in der Mitte sind und von beiden geteilt werden. Weißt du, wie ich meine? Also so skaliert sehr gut. Also kannst du perfekt so quadratmäßig die aneinander setzen. Das ist sehr schön tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, wir warten jetzt ja hier. Das wird halt irgendwann wird das gekickstartet sein. Das dauert halt einfach einen kleinen Moment, bis das hier losgeht. Dass wir jetzt hier Feierabend machen. Oder hast du noch was du jetzt auf die Schnelle anfangen willst oder so? Nee, ne? Nö, würde ich auch sagen. Okay. Würde ich auch sagen. Arti ist auch bald fertig. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Produktivität, was wir hier haben. Was stellen wir eigentlich jetzt so her in der letzten Stunde? 450 gelbe Tränke, das sind 7,5 die Minute. Das ist halt echt nicht sehr viel. Da müssen wir noch mal nachjustieren. Im nächsten Part am besten irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir mehr gelbe Tränke produzieren. Ich guck mal ganz kurz, warum kommen da eigentlich so viele raus? Aber wir haben die ganzen Tränke ja noch nicht wirklich ernsthaft auf Großproduktion angesetzt. Wir haben das ja alles immer nur so. Nee, das Problem ist ja auch bei den gelben Tränken, dass von den 4, 8, 12, 16 Maschinen, die da stehen,
keine arbeitet. Also eine arbeitet jetzt gerade. Weil einfach nicht genug ankommt. Es kommen nicht genug Low-Density-Structures an. Und die kommen, glaube ich, nicht an, weil nicht genug Plastik da ist. Und es kommt nicht genug Plastik an wegen Öl. Daran, schade, das bremst uns halt gerade aus. Wenn man auf die Produktion Flüssigkeiten 10 Stunden klickt und dann auf Rohöl, sehen wir noch vor 10 Stunden, waren wir bei 18.000 und jetzt sind wir noch bei 10.000 die Minute. Also es hat sich in den letzten 10 Stunden halt halbiert, okay, was wir an Rohöl fördern. Und an Petroleum, okay, das geht auch permanent runter, ne? Also da hatten wir jetzt, es schwankt immer ein bisschen, aber so 8.000, jetzt sind wir nur noch so bei 7.000, 6.000 ungefähr. Ja, krass. Wir brauchen halt mehr Öl. Führt keinen Weg drumherum. Mit noch ein, zwei Ölfeldern mehr steigt da die Produktion auch ganz, ganz easy. Oder man müsste, das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre das eine Möglichkeit, ich überlege gerade. Man kann ja aus Leichtöl dann auch Petroleum machen. Das heißt, man kann so ein bisschen steuern, was man möchte. Zum Beispiel machen wir momentan aus dem ganzen Leichtöl, was wir hier in dieser Raffinerie produzieren. In dieser Raffinerie machen wir aus dem Leichtöl momentan Festbrennstoff. Ja. Und den verbrennen wir und machen den zu Dampf. So, das, um Energie zu haben. Wir haben jetzt aber genug Energie. Das heißt, man könnte im nächsten Teil dann sagen, pass auf, anstatt dass wir dort Festbrennstoff herstellen, machen wir aus dem Leichtöl, das wir da als Beiprodukt haben, einfach noch mehr Petroleum. Und aus Petroleum entsteht dann ja eigentlich nur eins, und zwar Kunststoff. Das heißt, damit treiben wir unseren Kunststoff, verdoppeln wir wahrscheinlich, würde ich schätzen. So. Ja, gut. Das ist smart, das sollten wir machen. Ne, und den Festbrennstoff brauchen wir jetzt dann nicht mehr, wo wir Atomkraft haben, weil Energie wird in diesem Run kein Problem mehr. Mhm. Wir haben 1 Gigawatt, das ist okay. Und selbst wenn wir mehr brauchen, kopieren wir diese Blaupause halt nochmal auf dem Boden. So, geht das schon. Also von daher, damit hast du heute auf jeden Fall unseren Energiehaushalt gerettet und dann können wir den ganzen Festbrennstoff zu... Ja. Gar nicht herstellen und das Leichtöl, was wir dafür momentan benutzen, quasi. Ja, so. Aber dann speichere ich. Machen wir es kurz und knackig. Wir machen hier ein paar Minuten Pause, Leute. Es geht gleich weiter im Stream. Ich lasse den Stream einfach laufen. Wir spielen gleich Project Zomboid mit der Dame da drüben, die mir neben mir sitzt. Ich mache aber noch eine kleine Pinkelpause, Pfefferminztee holen und dann sehen wir uns. Was sagt die Uhr jetzt? 9. Ja, ich kläre das mal mit der jungen Dame und dann sehen wir das gleich weiter. Ja, 10 Minuten, 15 Minuten. Ich weiß nicht genau, ob sie noch an ihrer Torte sitzt. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Ich lasse den Stream an. Hier sage ich guten Abend und gute Nacht, Qualle. Jo. Gleichfalls. Und mich gefreut und hast du so richtig schönen Reaktor auch gebaut heute. Auf jeden Fall. Kannst du halt stolz auf dich sein. Sehr alles nice. Klar. Soll ich dir gleich Bescheid sagen, wenn wir zucken? Bis nächstes Mal dann. Oder willst du chillen? Ja, schreib mir gerne nochmal auf WhatsApp oder so. Jo, mache ich. Alles klar. Oder ciao, auf ciao. Discord. Jo, krieg ich hin. Aber ich gucke eh gleich rein. Jo, ciao.